Ja, was ist das denn? Der Kronos Doppler ist es. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Orbit, Reloaded, Uncache und so weiter. Am schicksalshaften Tag. Samstag, 20 Uhr heute. Fußball gucken. Leute, denkt dran. Ne? Ich bin jetzt gerade hier frisch aufgestanden. So gefühlt. Und hab mir gedacht, Mensch, da könnte man doch mal ein bisschen DO spielen. Heute ist auch Kronos Doppler und man muss ja für Kronos gewisse Gates machen. Ich würde Kronos gerne machen und dafür brauche ich nicht mehr viel. Um es ein drittes Mal zu tun, brauche ich noch zwei Teile, einmal ein Lambda und einmal ein Delta. Wobei Delta fast steht, wie ihr seht. Allerdings fehlt Leuri dafür. Denn wie man sieht, kriegt man nur, ne? Und so. Nichts Schönes, nichts Gutes. Ich stehe auf 1-3 oben. Ich habe sogar einen Seprom dabei. Wieso das denn? Ich habe ein ganzes Seprom dabei, Leute. Ein ganzes. Das reicht jetzt für 10 Minuten. Und die Seprom-Raffinerie wurde geupgradet gerade successfully. Sehr gut. 5 Minuten. Quatsch, 5 Seprom. Und zack, gehen wir auf Upgrade. Das Ganze hier 179 Stunden. Mein Gott, warum denn auch nicht? Tja. So, jetzt geht's erstmal auf die 1.4, weil ich weiß, dass es täglich neue Missionen gibt für dieses wunderbare Space Event. Fortschritt. Hier, ihr seht's. Ich bin auf dem Weg Richtung 12.000 Seprom. Und in 22 Tagen endet das ganze Ding erst und es ist nicht mehr so viel, was ich dafür machen muss. Die Quests, die ich noch habe, sind allerdings durch den Spaceball für mich jetzt nicht so einfach. Weil ich mich dahinter klemmen müsste und campen müsste, um da irgendwas gerissen zu kriegen. So, die Immunisierer-CPU könnte ich mir bauen. Guck an. Mache ich jetzt aber gerade mal nicht. Sondern Event-missioniere ich mal. 20 davon und 10 davon ist okay. Was haben wir da noch so? Guck mal, NPC-Schaden gibt es auch wieder. Und nochmal NPC-Schaden. Also lohnt sich das Ganze doch. Bossmodone gibt es leider auf der Karte hier nicht. Das heißt, ich muss dann auf die 1-3 zurück. Salmone gibt es hier gerade auch nicht. Dann fliege ich halt wieder auf die 1-3. Ist halt so. Holen wir uns erstmal ein paar Bossmodone. Und dann schauen wir mal, ob wir Salmone finden hier. So, fangen wir mal an. Ganz unspektakulär, so wie immer. Ja. Da hinten ist er. Und hoffentlich ist er noch da, wenn ich ankomme. Yay! Oh, gleich ein Standbild. Nice, ihr seht's. Jetzt geht's weiter. So, da hinten ist der nächste. So, Gegner-Locator ist. Hi. Gegner-Locator ist was sehr Schönes. Wieso wird der da hinten angezeigt, wenn der hier ist? Der hier ist bestimmt gerade erst gespawnt, war. Hey, das war gerade ein Smart Bomb. Guck an. Darf ich mal? Was gerade meine Erfahrung bringen, was das jetzt werden sollte hier. Ach. Komm, wir gehen jetzt mal Richtung Vollgas. So. Schön, dass die Dinger nicht mehr treffen. Bumm. Schön, dass die nicht treffen. Also die. Na. Die Eisraketen, dass sie nicht treffen. Ich habe eine geschossen. Ihr seht, das Ding ist auf Cooldown. Aber getroffen hat sie trotzdem nicht. Und auf der Suche bin ich trotzdem eigentlich nach Aliens. Naja, kann auch passieren. Noch ein bisschen Rückschlag ist ja nur so wie im Spiel gegen Mexiko. Ne? So, ne? Auch mal zu erwarten. Ne? Und er schießt da den Bossmodon. Ne? Ich habe irgendwie rangezoomt. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme.
Ich habe so das Gefühl, ich habe reingezoomt, das Ganze. Es ist so ein bisschen so mehr drauf ist. Habt ihr auch manchmal so das Gefühl einfach, dass es so ein bisschen mehr drauf ist? Alter, fick dich, Junge, ehrlich. Da unten. Immer schön nochmal gucken, nebenbei auf die Bosse im Wohne. Ach, guck hier. Wird hier auch wieder geschossen, sehr schön. So. So. So, machen wir das hier. Pass mal auf, da. So, ist wieder der nächste hier. Es geht ja jetzt eigentlich doch ganz gut. Ich hatte eben so ein bisschen so die Angst, dass das hier jetzt erstmal ein bisschen länger dauern könnte, weil hier so viele Leute unterwegs sind, dass man hier nichts kriegt. Wer ist das denn hier? 2-4 und 2-1. EEC, würde ich mal meinen. Komm im Global Chat. Ne, da wollte ich nicht hin. Ah, mal den. Hi. So. Wir sind ja nett, wir schreiben Hi, wenn wir eingeladen werden. Es sei denn, man schreibt halt dann nix oder so zurück. Dann ist man auch nicht nett, natürlich. Hä? Mann! Leute, könnt ihr mal aufhören, die Viecher so zu spawnen? Geht das. Was? Also, Farmen geht hier auf jeden Fall nicht. Ne? Es ist schon schwer genug, hier ranzukommen. So, das war meiner jetzt aber hier. Danke. So, 7 Stück haben wir schon. Was sagen hier also? Hätte jetzt vielleicht noch sagen müssen, an wen die Frage jetzt gerichtet war. Der hier ist wahrscheinlich jetzt gerade hier am. Abfacken hier so die Leute, die hier gerade so unterwegs sind. Ich meine, das kann er gerne machen. Ne? Die ganzen Botter mal ein bisschen abfacken hier, damit ich ein paar schießen kann, so. Ne? So ein paar Aliens, so. So, Hashtag, Aliens. Ach, Mist mit den Hashtags ist doof. Guck mal, jetzt haben wir das schon fertig und er hat die Karte gleich wieder gewechselt. Und jetzt nehmen wir die Boss-Almone. In der Hoffnung, dass nicht nur auf dem Punkt einer ist, sondern auch auf dem Weg dahin. So wie da zum Beispiel. Ah, natürlich wieder in die andere Richtung. Naja. Ja. Anstatt naja. Auch gut. Das ist wieder ein Boss. Alter. Wo sind denn die ganzen Bosse sonst, ey? Die ganzen Boss-Modone. Die sieht man doch sonst nicht so oft. Jetzt sieht man sie andauernd. Deutsch. Ja, Deutsch. Was sonst? Mann. Ah, EC, siehst du? Da ist ein Boss bei. Ach ne, ey, 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 ey. Aua. Sag mal, was ist denn das für eine Base hier? Ist ja gemein. Ey, 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 Bossamon. Und das ist ein E-Zähler gewesen. Habe ich doch richtig gedacht. Linux. Guck an. Alter. Das ist ja nicht wahr hier. Habt ihr es gesehen, ja? Ihr habt es gesehen, oder? Wie schnell das war jetzt. Wie schnell der Bot klicken kann, ja? Also. Maschinemäßig, wie schnell Maschine klicken kann und wie Eddie klicken kann, ja. Eddie kann schon manchmal nicht klicken, ja, aber das kann er erst recht nicht. Guck mal hier, das war jetzt gar nicht so schlecht. Das war wieder genau das gegenteilige Beispiel hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber immerhin, 12 haben wir schon. 12. Hat ja keiner gesagt, dass es easy ist, den ganzen Bottern das wegzuschnappen hier.
Was? Was? Sass? Schieß? Süß? Halt! Meins! Ich muss die Boxen mal so ein bisschen versammeln hier. Ich schon mal unterwegs bin. Bei 50 Keys. Man kriegt 50 Keys übrigens im Zeta, im Doppler. Ne? Die müssen ja nicht vergammeln. Deswegen nutze ich die jetzt einfach mal. Alle. So gut es geht. Alter. Mann. Vor allem hier an der EEC-Base. Ist auch schön. Wird jetzt erstmal das Pad kaputt gemacht, wenn man zu nah ranfliegt. Ey, lass das. Danke. Oh. Weißt du? Ach Gott, ey. Ist doch gemein. Blöde Base. Blöde Pace, Alter. Naja. So, kurz die Karte wechseln. Neue Quest holen. Mal das Pad kurz entschärfen und mal, ne? Haben wir so die Angewohnheit hier, den Löffel in der Tasse zu lassen beim Trinken. Aber entgegen manchen Erwartungen habe ich mir noch nicht ins Auge gestochen dabei. Habe ich noch nicht geschafft. Es soll wohl schon passiert sein, dass sich Leute mit dem Löffel ins Auge gepiekst haben. Mir aber noch nicht. Nein, mir noch nicht. Wobei es eigentlich ganz witzig ist. Also die Vorstellung, dass man sich ins Auge piekst mit dem Löffel, wenn man einen Kaffee trinkt. Ach Leute, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Bewährungsprobe hier. Zack, füge NPC-Schaden zu. Wo sind hier NPCs? Das ist ein NPC. So. Das ist auch ein NPC. Guck mal, hier haben wir schon fast geschafft. Hier. Guck mal da. Guck mal, da ist ein NPC. Warum greift der mich jetzt an? Komm mal mit, NPC. Ich glaube, da ist noch eine Quest, die auf uns wartet. Man muss ja so denken, als ob, ja, hier wieder so eine 15-Millionen-Quest. So. Warum hat der mich jetzt angegriffen, der Mate? Da oben? So eine Mille haben wir gleich. Sieht die Falter mittlerweile mehr Schild ab? 5 Sekunden. Quatsch, hier 5% pro Sekunde. Das Gefühl, das war irgendwie schon mal. Ich glaube, es war 1% mal, oder war das, waren das schon immer 5? Die hatte mehr, die. Genau. Also. Ed Eddie hat gerade 16k. Ed Eddie wollte jetzt eigentlich nach oben springen, fix. Weil Ed Eddie da oben das Ganze besser hinkriegt. Weil da oben die Viecher mehr HP haben und dann mehr Schaden gemacht werden kann. Und so weiter und so fort. Und die stehen jetzt auch hier und denken sich, hä? Ey, was macht der EEZler hier? Aber hier oben geht es halt besser. Hier oben kannst du schneller und besser farmen, das Ganze. Und du kannst halt effektiver, glaube ich, deine Zeit auch nutzen. Das andere dauert auch länger. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es wirklich so ist. Halt! So.
Das ist schon mal ein Grise zum Beispiel und ein Griso. Ein zweiter. Ich müsste mal was mit dem Clan, die ganzen inaktiven Leute einfach mal aussortieren und mal gucken. Ich meine, wer wieder Bock hat und wieder anfängt, der kann sich ja gerne wieder bewerben. Aber aktuell sind es 38, die im Clan drin sind. Und ich weiß ganz genau, sie sind da und das war's. Ja? Da ist ein Sternchen hinter. Ein Sternchen heißt inaktiv. Ja, das Game ist ohne Premium ein Kack, das ist richtig. Deswegen bin ich dankbar dafür, dass ich diesen Code gekriegt habe. Das waren übrigens 4 Wochen Premium. Ha! Jetzt habe ich schon wieder fast mein eigenes Pad abgeknallt. Das habe ich jetzt schon oft genug gemacht, ja. Echt eine Base von IP? War ja eben schon eine Base. Guck an hier. Ist hier laufen schon das Update, ne? Ja, richtig. Und ich wundere mich. Leute, Leute. So, und zwar, Verrückter hat den Clan verlassen. Also sind wir noch 37 Leute. Ist auch okay. Kein Problem. Wenn ich den Clan einmal bereinigt habe, sind wir noch weniger. Das kann man aber sagen. Klatsch. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute es dann sind. Das werdet ihr ja dann auch sehen. Ich werde es euch dann zeigen. Das Doofe ist nur, du musst jeden einzeln rauskicken. Du kannst nicht mehrere so hintereinander so mit Haken markieren. Das geht leider nicht. Was sind das? Ah, die Diskussion. So. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr es jetzt gerade noch vor dem Fußballspiel seht. Wo schaut ihr heute Fußball? Daheim auf der Couch oder vorm Fernseher auf irgendeiner Veranstaltung, also quasi Public Viewing oder in der Kneipe? Oder schaut ihr über einen Stream, also hier über einen PC? Und zockt nebenbei oder schaut überhaupt keinen Fußball, mögt ihr es überhaupt nicht? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich weiß, was ich mache. Ich schaue es mir heute auf meiner gemütlichen Couch an, das Spiel mit meiner lieben Doreen zusammen. Und ich hoffe mal, dass es nicht das letzte Spiel sein wird. Aber irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass es das letzte Spiel sein wird. Von der WM, für uns schon. Das zweite und letzte. Also, eins ist natürlich dann noch drin, aber es geht ja dann um nichts mehr. Wenn wir das jetzt verlieren sollten, haben wir keine Chance. Glaube ich. War so. Ach Leute, ich habe keinen Bock drauf, wenn die WM schon so schnell zu Ende ist. Ich habe mich drauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Und dann spielen die da so was hin gegen Mexiko. Das Spiel gesehen, Mexiko? Also ich hab's gesehen und ich hab mir gedacht, Leute, was macht ihr da? Bis zur letzten Minute noch auf einen Ausgleich gehofft, aber vergiss es. Was folgt mir da eigentlich? Crazy Ninja Potato. Geh weg. Geh weg von mich. Ich will dich nicht. Schich. Crazy Ninja Potato. In diesem Sinne, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Haut in die Tasten. Und ciao.